vergessen. Die Frage an jeden gestellt ist so Ungarn oder Essen. Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt? For this one, studied for a BA in Geography at Cambridge University. Er hat in Cambridge studiert zwischen 1993 und 1996 und war dann Teil der Land Rights Campaign. Das Land ist unseres, bevor er dann seine Doktorarbeit schrieb. Er lehrt Humangeographie, lehrte an der Universität Liverpool zwischen 2009 und 2003. Und mittlerweile arbeitet er, lehrt er Geographie an der Universität Glasgow. Solidarity ist sein neues. Thanks, Caspar, and thanks for inviting me. And I kind of want to say firstly. Ja, danke, Caspar, und danke für die Einladung. Es ist wirklich eine große Ehre, hier Teil dieser Konferenz zu sein und auch in der Tradition als also in dieser antikolonialen, antifaschistischen Tradition von Willy Münzenberg zu sprechen auf dieser Konferenz. Ich habe mich jetzt kürzlich nicht hauptsächlich mit Münzenberg beschäftigt. Das heißt, hier sind natürlich viele Leute, die viel mehr über Münzenberg wissen als ich. Ich denke doch, dass ich trotzdem was beitragen kann. In der nächsten halben Stunde möchte ich also ein bisschen das intellektuelle Terrain und die verschiedenen Arten, wie wir über Solidarität denken, auslegen und die Beziehungen zwischen Antifaschismus und Antikolonialismus etwas darlegen, etwas diese Verbindungslinie etwas nachzuzeichnen. Und das war ja, wie wir gehört haben, eines der Hauptarbeitsschwerpunkte von Münzenberg. Und da gibt es eben auch Resonanzen und Übereinstimmungen mit der zeitgenössischen Geschichte und mit der Gegenwart. Und dazu werde ich am Ende was sagen. Ich möchte ganz kurz über ein Interview sprechen mit dem Intellektuellen von Trinidad, marxistischen antikolonialen Schreiber, Schriftsteller C.L.R. James. Er wurde interviewt von dem britischen Trotzkisten Richardson in den 1990er Jahren. 1901 wurde er geboren, das heißt, das war am Ende, in den 1980ern, Entschuldigung, das war also am Ende seines Lebens von C.L.R. James. Und im Interview geht es eben hauptsächlich um die Beziehung oder um seine Erinnerungen zur trotzkistischen Bewegung in den 1930ern. Er sagt etwas sehr Beeindruckendes über die Seeleute und die Hafenarbeiterinnen und ihre Rolle in der panafrikanischen Bewegung, deren er ein Teil war. Richardson fragt ihn also, ob solche Organisationen wie das International African Service Bureau, eine panafrikanische Organisation, die von der James Teil war, gemeinsam mit George Padmore. Und Richardson fragt ihn also, den C.L.R. James, ob sie Literatur in die koloniale Welt geschmuggelt haben. Und James antwortet darauf, ja, wir haben irgendwie Wege gefunden. Wir konnten das nicht auf normale Art und Weise tun, weil natürlich die Regierung uns feindlich gegenüberstanden. Aber wir hatten ein, zwei Leute, die im Hafen arbeiten. Sie haben dann Pamphlete den Leuten einfach auf den, aufs Schiff mitgegeben. Und so haben wir sie reingeschmuggelt. Und ich habe ihn dann gefragt, ging es da um Menschen wie Chris Jones? Ja, Chris Jones ist ein sehr feiner Genosse. Er konnte sehr hitzig werden und konnte eine Revolution anstiften, aber er hat eben dafür gesorgt, dass wir durch ihn konnten wir die Sachen verbreiten sozusagen. Wir waren nur ein kleiner Haufen von Intellektuellen in London, aber haben trotzdem ziemlich viel auf die Beine gestellt dadurch. James war sehr bescheiden, also politisch gesehen bescheiden. Und er hat immer die Bedeutung anderer unterstrichen in diesen Netzwerken, in denen er selbst tätig war und in denen er eine
herausragende Rolle gespielt hat. Drei Dinge möchte ich hier herausstellen, möchte ich hier versuchen nachzuzeigen. Zunächst einmal, und das wurde auch schon angesprochen, wer wird angesprochen? Wer bekommt eine Bühne in den Geschichten der radikalen linken Internationalismen? Das heißt, was hier lehrreich ist, ist zu sehen, dass wir James eben erst überreden müssen oder irgendwie dazu drängen müssen, über Chris Jones zu sprechen. Chris Braithwaite unter dem Pseudonym Jones war aus Barbados und war ein wichtiger Organizer. Er hat eine große Rolle gespielt in der Colonial Seafarers Association. Eine internationale afrikanische, also die Zeitschrift der Organisation, die ich vorhin angesprochen habe, die International African die International African Friends of Abyssinia, für die hat er eine Kolumne geschrieben. Und Hawksbjerg hat auch ein Pamphlet über Chris Jones geschrieben. Er hat alle Kolumnen von Jones gesammelt. Und das ist eine ganz schöne Sammlung geworden. Also was hier wichtig ist, und das möchte ich sagen, wenn wir zu dem Interview nochmal gehen, James muss sozusagen überredet werden oder muss irgendwie gedrängt werden dazu, über Chris Jones überhaupt erst mal zu sprechen. Und das zeigt, oder das das heißt, in der Geschichte panafrikanischer, also im panafrikanischen Gedankengut, in panafrikanischen Kämpfen, wird er oft marginalisiert. Also Chris Jones wird oft marginalisiert. Und das wirft Fragen auf über Subalternität und die Produktion von linken Internationalismen. Wir haben hier eine Figur, natürlich in der Geschichte des Panafrikanismus irgendwie aufwächst sozusagen und deshalb zu den Subalternen gehört. Das heißt, wir müssen Fragen stellen, wie solche Figuren wie Jones eben marginalisiert werden und wie sie wieder ausgegraben werden müssen. Und das trifft auch zu auf Figuren wie Münzenberg oder James. Zweitens möchte ich sagen, indem wir uns mit der bedeutende Rolle der Seeleute wie Jones auseinandersetzen, in Zeitschriften wie International African Opinion, die ich vorhin genannt habe, oder anderen Zeitschriften, wird deutlich, dass Solidarität und Internationalismus geschaffen werden, konstruiert werden. Das sind keine fixen Prozesse, die Prozesse intellektueller Auseinandersetzung sind. Sie werden geschaffen, sie entstehen durch bestimmte Praktiken und Aktivitäten dieser Menschen. Also die Tatsache, dass Jones und andere beispielsweise Literatur eben geschmuggelt haben in die damals koloniale Welt und diese Pamphlete verbreitet haben, die verboten waren in Kolonien wie Trinidad beispielsweise. Und drittens möchte ich sagen, darauf nehme ich nicht direkt Bezug, aber eine der Hauptkampagnen, in die Jones und James involviert waren, sie haben beide an ihr gearbeitet, CLR James und Chris Jones, die beiden panafrikanischen Organisierer, war die Kampagne gegen Mussolinis Invasion in Äthiopien. Und das spricht er an, wenn er sagt, dass wir diese Informationen, diese Pamphlete vertrieben haben. Das waren Pamphlete gegen Italiens Invasion in Äthiopien. Es gab andere Figuren, die hier eine wesentliche Rolle gespielt haben bei der Verhinderung, dass beispielsweise, sie haben Kampagnen durchgeführt und Aktionen durchgeführt, sie haben beispielsweise dafür gesorgt, dass italienische Schiffe nicht beladen wurden mit Vorräten, die in Richtung Äthiopien unterwegs waren. Das ist der Widerstand innerhalb dieser kolonialen Netzwerke, der organisiert wurde. Und das artikuliert einen distinktiv antifaschistischen Antikolonialismus.
Und im Sinne von Jones, mit Worten von Jones, war das sehr eng verbunden mit Auseinandersetzung, mit den Kämpfen, Solidaritätskampagnen der schwarzen britischen Seeleute, die in der Handelsmarine, in der britischen Handelsmarine arbeiteten, die dort unterdrückt wurden, die dort marginalisiert wurden, diskriminiert wurden, rassistisch diskriminiert wurden, nicht nur von den weißen Gewerkschaften, sondern auch von ihren Arbeitgebern. Also, was ich noch tun möchte, ist Folgendes. Ich möchte ganz kurz nachzeichnen, welche wichtige und oft übersehene Beziehungen zwischen Antifaschismus und Antikolonialismus in den Schriften von George Padmore, in den Werken von C.L.R. James und George Padmore beispielsweise. Und dann möchte ich darüber sprechen, wie einige dieser Traditionen marginalisiert wurden oder irgendwie unterdrückt wurden, zum Schweigen gebracht wurden, verdeckt wurden in den Debatten über Antifaschismus, Antikolonialismus in der Linken, aber auch, wenn wir uns den Druck von der Rechten ansehen, die Erinnerung an den Antifaschismus auszulöschen. Und ich möchte auch auf die Organisierungsräume eingehen, die Figuren, die Münzenberg geschaffen haben. Sie haben die Auseinandersetzung und den Austausch geprägt, der dazu führte, dass Antifaschismus und Antikolonialismus verbunden werden konnte. Es geht hier um die Kämpfe gegen die Invasion in Äthiopien beispielsweise, und das möchte ich noch in Beziehung setzen zu zeitgenössischen Kämpfen. Also, die Kontroverse 1938, George Padmore, der antikoloniale Aktivist aus Trinidad, hat zu dieser Zeit außerhalb der Räume der Kommentaren gearbeitet. Er war einer der Protagonisten der internationalen antikolonialen Arbeit, also der kommunistischen internationalen antikolonialen Arbeit. Die britische koloniale Regierung ist faschistisch und wird die Arbeiterinnen um ihre Rechte bringen, wie die Vereinigungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit beispielsweise. Das schreibt er in einem Artikel als Antwort auf koloniale Unterdrückung in der Karibik, als Reaktion auf die Arbeiteraufstand 1937, 1938 in Trinidad. Ich möchte Folgendes argumentieren. Padmore mit seinem Artikel und dadurch, dass er über diese Prozesse als Faschismus nachdenkt und sie als Faschismus beschreibt, legt eine Grundlage, beschreibt die Bedingungen, unter denen Antifaschismus, Antikolonialismus umkämpft wurde, umstritten wurde und dargeboten wurde. Die Rolle des britischen Kolonialismus in Beziehung zum Faschismus hat er ebenfalls entlarvt. In den 1930ern. Ihm wurde jetzt nahegelegt, dass er doch netter umgehen sollte mit Großbritannien in seiner antikolonialen Arbeit als jetzt mit Ländern wie Deutschland beispielsweise. Und das wollte er natürlich nicht tun. Jones und James, sie assoziieren Faschismus mit Kolonialismus. Es ist unmöglich, Faschismus zu verstehen, ohne die Beziehungen und gemeinsamen Prozesse mit dem Kolonialismus zu denken und zu sehen, zu entlarven. Es gab eine Reihe von Interventionen von schwarzen Internationalisten, sowohl innerhalb der Kommentaren als auch außerhalb der Kommentaren, die Antifaschismus und Antikolonialismus geprägt haben. Pennebaker argumentierte in ihrem Buch von Scottsboro to Munich, von Scottsboro nach München, in Unterscheidung zu denen, die Germany and subsequently the territories invaded by the Axis powers, is their primary
Die Antifaschisten konzentrierten sich auf die Arbeit oder auf die Aufrufe, Forderungen gegenüber den kolonialen Mächten. Aber sie würden den Aufruf von Padmore, Hände weg von Abyssinien, also da, Äthiopien damals, nicht unterschreiben. Zuerst mal sehen wir also, dass Antifaschismus durch die vielfältigen Geografien des Widerstands gegen Kolonialismus artikuliert werden. Und in diesem Sinne wird Faschismus als etwas angesehen, das Resultat, Ergebnis einer kolonialen Erfahrung ist. Claudia Jones, die großartige Person aus Trinidad, eine weitere wichtige Person, sie hat die Verschränkung und die Durchquerung zwischen Klasse, Rasse und Geschlecht durch den Imperialismus fortgeschrieben gesehen. Sie spricht von einer Ideologie, die durchkreuzt ist, durchquert ist mit diesen Diskriminierungen, die Imperialismus, die Faschismus erst schafft. Also wir können Faschismus nicht verstehen, wenn wir sie nicht in Beziehung mit den kolonialen Prozessen denken und sehen. C.L.R. James wird gefeiert wegen vieler seiner Beiträge, was jedoch oft vernachlässigt wird. Sind zum Beispiel seine Bücher oder was er anspricht in einigen seiner Bücher, wie beispielsweise in The Black Jacobins und seine Arbeit in den 30ern und 40ern, ist ein bestimmtes Verständnis der Beziehungen zwischen Antifaschismus und Antikolonialismus. Im Dezember 1939 schreibt er in der New International, er verglich dort Afroamerikanerinnen, die im Spanischen Bürgerkrieg als Teil der internationalen Brigaden verglich er mit haitianischen Revolutionären. Und indem er das tut, macht er die Geschichte nutzbar und zugänglich auf eine Art und Weise, die wieder Antifaschismus mit Antikolonialismus verbindet. In seinem Vorwort in seinem Buch Black Jacobins, und jetzt zitiert er aus diesem Vorwort, und es beschreibt dort die kriegerischen Handlungen Stalins auf der einen Seite, der revolutionären Bewegung auf der anderen Seite. James spricht also über den Kampf gegen den Stalinismus und wie Stalinismus einen größeren Druck aufbauen kann auf die Bedingungen, unter denen Antifaschismus artikuliert wurde. Also Antifaschismus wurde Verbündeter nationalistischer Politik und der Volksfront beispielsweise. Außerdem in den Black Jacobins tut er das oft, er spricht über die rassifizierten Dimensionen des Faschismus. Also das Konzept der Herrenrasse, das dem Kolonialismus entstammt. San Domingo hat Gesetze verabschiedet, die einzigartig sind in der modernen Welt. Bis 1933 waren sie ungesehen in der Geschichte und wurden nicht wieder wiederholt, also suchten ihresgleichen sozusagen bis 1933. Wir sehen hier auch wieder bei James die Bedingungen oder die Art und Weise, über Antifaschismus zu denken, bringt er in Verbindung mit Antikolonialismus. Die Versuche, über Antifaschismus und Antikolonialismus gemeinsam nachzudenken, wurden eben marginalisiert. Und die Gründe dafür
darüber könnten wir reden. Beispielsweise die Anfechtung des Antifaschismus durch die politische Rechte. Die Räume werden unterdrückt, sie werden ausgelöscht. Die Bedeutung der antifaschistischen Kämpfe, vor allen Dingen im Kontext Spanien und Italien, wurde eben heruntergespielt. Graham könnten wir da zur Rate ziehen. Sie beschreibt, wie die spanische Rechte antifaschistische Diskussionen, Debatten eben vor der spanischen Öffentlichkeit geheim gehalten hat oder irgendwie sie zum Schweigen gebracht hat. Es gibt aber auch Probleme bei linken Ansätzen zu Geschichten und Geografien des Radikalismus. Es gab immer Versuche, diese Internationalismen innerhalb oder national zu bestimmen, in einem nationalen Rahmen. E.B. Thompson, Making the English Working Class, ist dort ein herausragendes Beispiel. Und diese Handlungsfähigkeit der Menschen, die dort beschrieben wird, wird beschrieben oder wird begrenzt auf den nationalen Rahmen. Und das prägt dann auch unser Denken und unser Schreiben über wichtige Persönlichkeiten. Beispielsweise wird versucht, Paul Robeson, gab es den Versuch eben, Paul Robeson auf den US-amerikanischen Raum zu begrenzen. Das heißt, es gäbe keine Karte, die Momente, die vor und nach Robeson existierten, irgendwie zu verbinden. Da gäbe es keine Karte dafür. Das heißt, es wird versucht, Robeson zum Schweigen zu bringen und irgendwie zu marginalisieren, indem er eingeschränkt wird, indem er begrenzt wird auf diesen US-amerikanischen Raum. Und jetzt geht es um ein Zitat, um das nochmal zu unterstreichen, um zu sagen, wie die Figur Robesons und seine Bedeutung so heruntergespielt wurde, um ihn nicht nutzbar zu machen. Das heißt, er würde im Prinzip auf eine Briefmarke passen, heißt es dort in diesem Zitat. Das heißt, es geht um die Desartikulation letztlich dieser Persönlichkeiten und der Kämpfe, in die sie involviert waren. Robeson sagte zu einem kubanischen Dichter in Spanien, dass er eben die Demokratie nicht nur als Aktivist liebte, sondern eben auch als Schwarzer. Denn er gehöre ja zu einer Rasse, die es mit einem Sieg des Faschismus nicht geben würde. Eine andere Persönlichkeit, Nehru, er reiste ebenfalls nach Spanien. Und Robeson hat dort eine Rede gehalten für die Befreiung Indiens, hat Nehru getroffen. Vielleicht können Sie David darauf hinweisen, dass er ins Mikrofon sprechen muss, damit er verdolmetscht werden kann. Wie können wir die politischen Karten neu zeichnen, damit wir das Terrain neu bestimmen, um eben zu zeigen, wie diese wichtigen Kämpfe artikuliert werden? Also Robeson beschreibt das, verschiedene antikoloniale Kämpfe zu artikulieren, auch innerhalb der Räume der Metropolen wie Frankreich, in Metropolen wie Frankreich, die USA oder Spanien. Und wer kann uns dabei helfen? Ist natürlich Willi Münzenberg, der hier viel beigetragen hat. Und ich möchte argumentieren, dass die Art der Räume,
die Münzenberg geschaffen hat, waren wesentlich für die für diesen Austausch, der stattgefunden hat. In diesen Netzwerken. David muss ins Mikrofon sprechen, damit er gedolmetscht wird. Er spricht nicht ins Mikrofon. Wenn Sie ihn darauf hinweisen, dass er ins Mikrofon spricht, vielleicht könnt ihr das sogar einfach selbst lesen, da muss ich das nicht vorlesen. Jetzt ging es wieder um ein Zitat. Also es gab die Demonstrationen der Unterdrückten, hatte eine große Auswirkung. Die politischen Entwicklungsverläufe hat er eben beschrieben. Er spricht von den Menschen, die zusammengekommen sind, 200 Mitglieder bei dieser Konferenz 1928 für die Befreiung von Indien. Auf der Konferenz natürlich der Liga gegen Imperialismus. Er spricht über die Räume, die geschaffen wurden. Er spricht über die Bedingungen, innerhalb derer organisiert wurde. Und wir könnten hier Glasgow anführen, der sagt, dass die Liga gegen Imperialismus eben einen Raum darstellt, in dem sich die unterdrückten Völker auf gemeinsamen Boden treffen können, um für ihre Befreiung zu kämpfen. Das heißt, verschiedene linke Akteure und Stimmen, deren Artikulationen untereinander wurden geprägt durch die Räume wie eben die Liga gegen Imperialismus. Die Konferenzen haben auch zu Aktionen geführt. Padmore in einem Gespräch mit einem Organizer. Sie trafen sich auf dem zweiten Kongress in Frankfurt 1929, zweiten Kongress der Liga gegen Imperialismus. Und es wird gezeigt, dass diese Räume innerhalb der internationalen linken Politik sehr produktiv waren. Sie blieben vielleicht in ihrem Charakter elitär und in gewisser Weise die Organisationen wie die Colonial Seamen's Association in Großbritannien haben sich geöffnet. Chris Jones war in der Lage, diesen Artikulationen des linken internationalen Antikolonialismus zu prägen durch solche Organisationen. Die Organisation wurde gegründet als Antwort auf den Angriff gegen Seeleute aus Asien beispielsweise, die eben marginalisiert, die diskriminiert wurden. Chris Jones mit Surat Ali, einem indischen Organizer, und Krishna Manan, sie hatten eine starke Beziehung zur kommunistischen Partei. Ward, ein Seemann aus Barbados ebenfalls. Ihre Beiträge waren wesentlich in diesem Zusammenhang, innerhalb der Colonial Seamen's Associations. Um jetzt zurückzukommen, zu den Kämpfen gegen die italienische Invasion in Äthiopien. Auf der ersten Konferenz der CSA, also der Colonial Seamen's Association 1936, hieß es, dass die Organisation entstand, als der italienische
Faschismus eben jetzt begann, Pläne zu schmieden in Äthiopien, einzufallen sozusagen. Das heißt, die solche Organisationen wie die CSA, die Colonial Seamen's Association, hatten sowohl eine antifaschistische Agenda in diesem Sinne, als auch eine Agenda für die Kampf für die Rechte der Arbeiterinnen, der unterdrückten Arbeiterinnen aus den Kolonien. Also wenn wir über die Bedingungen für die Artikulation von Antikolonialismus und Antifaschismus nachdenken, dann könnten wir uns Pennybacker anschauen. Schreibt über Münzenberg, dass er jemand war, der genügend Geld mobilisiert hat, genügend Geist hatte und genügend Enthusiasmus hatte und genügend Beiträge geleistet hat, um erinnert zu werden. Und unterstrich eben seine Bedeutung. Die Kämpfe der linken internationalen Solidarität und in seinem Essay von 1987, Racism and Reaction, beschreibt Stuart Hall eben Race, Rasse als Kategorie, sowohl als Linse als auch als Rahmen, also eine Linse für Menschen, die ihnen ermöglicht, eine Krise oder wahrzunehmen, dass es eine Krise gibt, dass eine Krise entsteht und gleichzeitig einen Rahmen dafür, diese Krise auch zu erfahren. Und das spielt immer noch eine Rolle, denke ich, wenn wir uns die trennende Sprache, die spaltende Sprache, wenn wir uns die Flüchtlingsdebatten anschauen, die gerade geführt werden, Anti-Austeritätskämpfe, die Rhetorik, die dort verwendet wird, all das, oder Stuart Hall kann uns hierbei helfen, sozusagen das dagegen anzukämpfen. Die historische Linke hat auch diese rassifizierten Artikulationen der Krisenpolitik entlarvt. 2012 hat der ehemalige Sekretär der IG Metall diese Konstruktionen, diese rassifizierten Konstruktionen der Krise noch reproduziert. Und über ihn wurde dann geschrieben, dass er eben Spanien beispielsweise beschuldigt, die Wirtschaft ruiniert zu haben und jetzt auch dafür verantwortlich ist, die Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Artikulationen der Solidarität und ihre Produktion müssen produziert werden können, um die Rhetorik, mit der Austerität realisiert wird und fortgesetzt wird in Südeuropa, eben zu bekämpfen. Bewegungen wie Podemos und Syriza und ihre schwierigen Erfahrungen. Hier sehen wir, dass diese Bewegungen Solidaritäten stärken in ganz Europa für Praktiken und oppositionelle Solidarität, also Solidarität im Widerstand. Also das Potenzial einer anderen Artikulation des Europa, gegründet auf Solidarität und Gegenseitigkeit im Gegensatz zu den spaltenden Rhetorik, zur Pro-Austeritätsrhetorik. Die Wahl von Jeremy Corbyn, der Anführer der Labour-Partei in Großbritannien, zeigt ebenfalls ein Potenzial für solche Bewegungen, für die Verbreiterung solcher Bewegungen und wie sie die politische Debatte verändert haben. Die Idee oder die Vorstellung, dass Corbyn als Anführer der Labour-Partei gewählt werden konnte überhaupt, das wurde gar nicht geglaubt. Also das war völlig überraschend. Also diese Überraschung, dieser Wahl Corbyns,
Es war überraschend. Gleichzeitig konnte er ein politisches Momentum schaffen, was letztlich dazu geführt hat, dass er gewählt werden konnte. Also so positiv möchte ich da auch enden dann. Das Potenzial für die vielfältigen Artikulationen von Solidarität, die Trennungen und Spaltungen unterminiert und unmöglich macht, die Austerität fördert. Danke.